So, willkommen bei einem Let's Play von mir, ja, das noch nie jemand Let's Played hat. Es ist einzigartig, es heißt Let's Play Minecraft. Ja, wie viele Minecraft-Let's Plays es auf YouTube gibt, kann ich nicht sagen, ist wahrscheinlich das erste. Also, ich will eins klarstellen. Falls irgendjemand sich beschweren sollte, dass ich Gronkh nachmachen soll oder sowas, oder? Oder dass ich ihn nachmache von den Sprüchen her oder so, der kriegt sofort einen Block. Ne? Ich spiele es hier zum Spaß hier. Ich will niemanden nachmachen. Ich will es einfach so für mich spielen. Ich weiß, wie viele Minecraft-Let's Plays es hier auf YouTube gibt. Ne? Wie dem auch sei, ich starte jetzt mal eine neue Welt. Ihr seht es hier, meine Kevin-Welt. Das ist meine normale private Welt. Und hier ist ein Versionstest von mir. Ich spiele mit dem Foto-Realism-Texture-Pack. Falls ihr wollt, falls ihr das Texture Pack wollt, und jetzt starten wir mal eine neue Welt. Ich nenne sie mal Let's Play. Ups, Y vergessen. Let's Play Welt. So. Weltoptionen. Ja, sieht, machen, lassen wir den Zufall überlassen. Ich werde den auch gleich zeigen während der Aufnahme. Also während dem Spielen. So, dann. Neue Welt erstellen. Landschaft wird generiert. Epische Musik, Morgen-Titel. So, Welt wird generiert. Speichert gerade die Chunks. Das sind die ganzen Zwischenebenen, die der Welt. Oh nee, ein Winterbiom. Ich mag keine Winterbiome. Okay, dann zeige ich euch mal den Seed. Der Seed ist, Moment, den seht ihr hier 40325946525311. 6466934. So, ich schalte jetzt mal auf Easy. Ich bin ja ein Pissful-Spieler. So. Okay, jetzt müssen wir erstmal ein neues Terrain, weil ich spiele hier nicht gerne auf einem Winterbiom. Erstmal brauchen wir ein bisschen Holz für die Nacht. Denn wenn die Nacht umschaltet, dann kommen ja die ganzen Monster, Creeper, Zombies, Skelette, Endermans und Pipapo. Und die werden uns das Leben schwer machen, deswegen sollten wir so schnell wie es geht einen Unterschlupf bauen für die Nacht. So, wie ich das auch machen werde, ich werde 30 Minuten Parts machen. Das Let's Play soll insgesamt 100 Parts bestehen, nicht mehr und nicht weniger. Oh, hier ist schon eine Höhle, wir könnten sie betreten, aber das sind bestimmt Monster und wir sind jetzt momentan unbewaffnet. So, hier siehst du auf jeden Fall. Ich muss die Musik ausschalten, Moment. So, Musik ist aus. Also das Let's Play wird aus 100 Parts bestehen, mehr und nicht weniger. Weil ich einfach Gronkh nicht nachmachen will. Ich will auch nicht mehr machen, ich will einfach das Spiel nur ein bisschen spielen, so, und nicht zum Freak werden wie der Gronkh. So, jetzt sammeln wir erstmal ein bisschen Holz. Ich glaube, wir sollten uns irgendwo mal eine Basis machen. Muss ja nicht so besonders schön sein, Hauptsache wir haben schon mal eine Basis. So, wir haben schon die erste Errungenschaft erreicht. Dreimal auf Holz gehauen, heißt sie. Und was ich machen möchte, ich möchte zuerst ein richtiges Biom finden, wo wir uns niederlassen können. Ein Dschungelbiom wäre dafür super. So, hier ist ein Schwein. Ich glaube, das schlachte ich auch gleich. Wir brauchen nämlich Nahrung anfangs. Ja, komm her. Ich will dich doch nur töten. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Hallo, ist hier jemand drin? Nein. Also ich habe ein bisschen Schiss vor dem Monster, muss ich zugeben, weil ich ein Peaceful-Spieler bin. Was ist das? Gravel, oder? Ich sag schon Gravel wie der Gronkh. Nein, das ist Clay. Mit dem Clay können wir uns Bricks machen. Also so Ziegel, Lehmziegelhöhlen. Ja. Nee, nicht Höhlen, sondern Lehmziegelhäuser. Ist der treffende Begriff. Jetzt habe ich ihn. So, aber erstmal müssen wir sie schmelzen in einem Ofen. Und dafür brauchen wir Cobblestones. Auch zu Deutsch Pflastersteine. Und dann. Ja, ich glaube, hier sieht es gar nicht so. Ja, ich glaube, mir gefällt es mir. Ich glaube, ich lasse mich hier schon mal nieder. Erstmal brauchen wir eine Hütte. Da brauchen wir zuerst Holz. Ihr seht mein Sprite. Ich habe ihn auf einen Indianer umgestellt, denn ich wollte eigentlich ein Dschungelbiom als Let's Play-Welt nehmen. Denn auf Dschungelwelten baue ich sehr gerne, muss ich sagen. So, jetzt brauchen wir erst einmal ein paar Werkzeuge. Stickies müssten hier gut reichen. So, dann craften wir uns. Also es gibt hier verschiedene Werkzeuge. Die erste ist eine Schaufel, die craftet man sich so. Die zweite ist eine Axt. Dann gibt es eine Hoe und eine Spitzhacke.
So, ich möchte zuerst eine Schaufel. Mit einer Schaufel können wir uns das, wie heißt denn? Ah, ich habe den Song gar nicht an. Moment. Okay. Ich glaube mal ein bisschen leiser. Ich glaube 50 müsste reichen. Also mit diesen Schaufeln können wir uns die Erde leicht abbauen und geht schneller, wenn wir es mit der normalen Hand machen. Das dauert dann ein bisschen länger. Mit der Schaufel allerdings geht es viel schneller. Und jetzt nehmen wir mal die ganzen ja, Dirt mit. Die können wir noch gut gebrauchen, um die Landschaft ein bisschen zu verändern. Und dann bauen wir uns das Haus hier langsam. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich werde auch ein bisschen nebenzu wieder ein bisschen was erzählen, wenn ich ein bisschen was abbaue. Ja, und so wird das Let's Play ungefähr verlaufen. Und ja, also musikmäßig habe ich auch Morrowind drin, Skyrim habe ich ein bisschen was drin, Oblivion habe ich auch noch drin. Also das wird schon ein gutes Let's Play von mir. So, jetzt platzieren wir mal die Wooden Planks hier. Die heißen zu Deutsch Bretter. Für die Minecraft-Neulinge unter uns sage ich es auf Englisch, weil das Minecraft erst in der 1.1, glaube ich, auf Deutsch übersetzt wurde. Ah, wir haben keine Holz mehr. Keine Holz mehr, ich meine kein Holz. Deswegen, also ich spiele das Spiel ja schon seit Version 1.2 und da war es noch auf Englisch, deswegen habe ich noch die Angewohnheit, es auf Englisch auszusprechen. Aber ich werde mich umgewöhnen, also ich will versuchen, mich darauf umzugewöhnen, dass ich sie auf Deutsch sagen werde, die Begriffe. So, jetzt müssen wir auf die Sonne achten. Wie spät ist es denn? Ja, es ist Nachmittag, kann man sagen. Also irgendwann wird es Nacht werden und dann kommen die Monster. Wir müssen darauf richtig gut vorbereitet sein. Wie gesagt, wir können ja noch notfalls mit Clay ein wenig was bauen. Aber von Anfang an sollte man sich wirklich ein bisschen Holz sammeln, um ja Werkzeuge zu craften, und Schwerter werden wir uns auch gleich eins machen. Rüsti zu machen anfangs ist ein bisschen schwierig, weil wir müssten dann ein paar Kühe töten und momentan sehe ich kein Anzeigen von ein paar Kühe. Hey, ein Apfel! Mit dem Apfel können wir essen, um nicht zu verhungern. Ihr seht die untere rechte Leiste, die mit den Moment, die mit den Keulen, das ist die Hungeranzeige. Wenn sie leer ist, dann sinken unsere Leben. Also die roten Bällchen hier auf der linken Seite, das sind unsere Leben. Und wenn die verbraucht werden, dann ja, dann steht da ganz fettes Game Over und wir dürfen nochmal vom Spawnpunkt aus anfangen. Aber das ist ein bisschen blöd, weil sowas mag ich nicht. Dann müssen wir wieder zurücklatschen und es kostet auch ein bisschen Zeit und die Experience ist auch verloren. Man kriegt auch Experience hier in dem Spiel. Momentan haben wir noch keine Experience, denn momentan haben wir noch keine Experience, weil wir noch keine Monster und Tiere getötet haben. Also man kriegt Experience, wenn man Monster und Tiere tötet. Und die weiße Linie da unter der Lebens- und Hungeranzeige ist der Experience-Balken. Wenn er voll ist, dann haben wir Level 1 und wenn er nochmal voll ist, Level 2 und so weiter. So, aber momentan sammle ich gerade ein bisschen Holz. Wir brauchen das Holz jetzt gerade. Ist sehr wertvoll anfangs, kann man schon sagen. Denn ohne Holz kommt man in diesem Spiel nicht weiter. Also ohne Holz kann man dieses Spiel in Anführungsstrichen nicht durchspielen. Also man kann Minecraft ja auch durchspielen. Und zwar muss man dafür ein Monster töten, das heißt Enderman. Und dann muss man in die Hölle gehen. Ja, es gibt ja auch eine Hölle. Und dort gibt es auch solche Viecher, die heißen Lohe. Von denen kriegt man dann solche Feuersticks. Und mit den Feuersticks, die kann man dann mit den Enderaugen, also mit dem Zeug, was man von dem Enderman bekommt, kombinieren. Zu einem Enderauge kriegt man das dann. Und damit kann man dann entscheiden, also da kann man dann einen Weg zu einer Festung finden und dort ist ein Portal. Da muss man 9 Enderaugen in dieses Portal reinstecken und dann ist das Portal aktiviert und dann kann man damit in den End gehen. Das ist sowas wie die Hölle halt, eine andere Welt. Und dort gibt es einen Drachen und wenn man den Drachen tötet, dann hat man Minecraft in Anführungsstrichen durchgespielt. So, also gut, hier ist noch ein Apfel auf dem Baum, den hole ich mir natürlich. Lebensmittel sind anfangs auch sehr wichtig. Ja, die ganzen Sträucher, die kann ich auch einsammeln. Da kriegt man Samen draus, das kann man dann Getreide sich herstellen lassen.
Und mit den ganzen Blättern oder mit den Saplingen heißen die, zu Deutsch Setzlinge, damit kann man sich neue Bäume pflanzen, um weiteres Holz zu kriegen. So, ich pflanze jetzt mal die ganzen Setzlinge, damit wir einen weiteren Holz Nachschub haben. So, jetzt habe ich erst einmal noch die mehr Holz ein. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen mehr Holz. Ich kann ja dann versuchen, noch mit Dirt zu bauen. Wir haben 54 Dirt dabei. Also die hier unten, die ganzen Blöcke, die ihr seht, ist ein Stack. Und ein Stack besteht aus 64 Blöcken. Es gibt auch Stacks, die bestehen aus 16 Blöcken, zum Beispiel Schneebälle. Die kriegt man da hinten mit aus dem Schnee, wenn man sie mit einer Schaufel abbaut. Und damit kann man auch die gegnerischen Monster bewerfen, machen allerdings keinen Schaden. So, hier sind noch ein paar Setlinge, die sammle ich auch schnell ein. So, hier ist noch ein Schwein, das können wir schlachten. Komm her, Schwein! Du Schwein, komm her! Du hast Kenny getötet, du Schwein! Und man kann in dem Spiel auch rennen, ich zeig's euch mal schnell, um dieses Schwein hier zu jagen. Na, komm her! Schwein! So, jetzt haben wir hier einen Schnitzel erhalten, rohes Schweinefleisch. So, man kann hier rennen, allerdings verbraucht es hier dann unten an der Essensleiste ein paar. Ja, ein paar. Man kriegt Hunger, sagt man es oft. Sagen wir es mal so: Man kriegt Hunger, wenn man rennt. Und das muss man dann irgendwie dann ausgleichen. Man kann Äpfel essen, man kann Schweinefleisch essen, wenn man kein Muslime ist. Man kann sich Getreide ernten und daraus Brot herstellen. Es gibt hier Unmengen von Möglichkeiten hier in diesem Spiel. So, das Holz möchte ich noch behalten, weil wir brauchen Feuerholz. Also ja, sagen wir mal, ja, Feuerholz, passt das hier, Feuerholz? Ja, ich glaube Feuerholz ist das richtige Wort, um das ein bisschen, um ein paar Kohle herzustellen, mit dem man dann Fackeln craften kann. Und ihr seht, es wird langsam Nacht, wir müssen uns beeilen. Jetzt kommt langsam die Meute auf uns zu. Wir sollten jetzt mal anfangen mit Erde zu bauen. Wir können sie ja später noch ersetzen, weil das ist Minecraft. Man kann hier alles abbauen und wieder neu hinbauen. Das ist das Besondere. Also die Erde. Scheiße, das hat mir nicht runtergefallen. Also man kann hier alles neu bauen in Minecraft. So, aber die Erde werden wir später wegmachen, wenn wir Holz haben. Aber zuerst müssen wir uns für die Nacht verschanzen, so gut wie es geht. Wir können auch ein bisschen Monster jagen gehen, aber allerdings ist es sehr gefährlich, weil man da leicht sterben kann. Und der Mond kommt langsam und langsam kommen auch die ersten Monster. Ich sehe jetzt gerade keine, weil ich das Spiel minimiert spiele. So, was sind da ein paar Monster? Monster, hallo! Sind da hinten schon ein paar? Also ihr seht es wahrscheinlich besser als ich. Ich sehe das nur sehr minimiert. Ja, oder soll ich vielleicht die Helligkeit erhöhen? Moment, ist schon auf hell, okay. Dann kann ich nichts machen. Also ich sehe hier nicht so besonders gut. Ich glaube, die nächste Aufnahme soll ich dann vielleicht maximiert spielen. Ah ja, da schwimmt ein Skelett im See, sehe ich. Die Skelette, die sind ausgerüstet mit Bogen und die können einen beschießen. In Höhlen ist es besonders nervig, weil sie dann einem dem Spieler immer überraschen. So, jetzt traue ich mich gar nicht raus, weil ich. Da schwimmt. Oh, da ist ein Creeper. Da muss man aufpassen. Der Creeper, der rennt auf den Spieler zu und dann explodiert er. Ist auch sehr schwierig zu töten, weil der immer explodieren kann. So, und in Höhen ist es auch immer fies, weil da ahnt man nichts Böses und dann plötzlich steht da ein Creeper hinter einem, der dann zischt und Bumm macht und da erschrecke ich mich auch meistens immer. Also in diesem Spiel werde ich mich bestimmt einmal von einem Creeper erschrecken, das ist ganz normal an Minecraft. So, jetzt müssen wir uns irgendwie. Ich weiß nicht, also. Ich habe jetzt schon ein mulmiges Gefühl. Oh, der Creeper ist ganz nah. Ich will mich jetzt nicht mit dem anlegen. Wir sollten ihn erstmal ignorieren. Nicht wahr, Creeper? Wo soll ich mich mit denen anlegen? Ja, ich leg mich mal mit dem an, was soll's. So, erstmal brauchen wir ein Schwert, das können wir uns so craften. Aber zuerst möchte ich mir noch meine Sachen in Sicherheit bringen. Dann können wir ein bisschen rumspielen mit den ganzen Monstern. So, ich habe mir jetzt eine Truhe gecraftet, da können wir die ganzen Sachen lagern, die wir dann sammeln. So, ich platziere jetzt mal die ganzen Sachen da rein. So, und dann werde ich gegen diesen Creeper kämpfen. Und wahrscheinlich den kürzeren ziehen. Creeper! Komm her!
Hey, hey, Creeper! Oh, er hat uns gesehen, es rennt auf uns zu. Und wenn er zischt macht, dann ist er kurz vorm Explodieren. Na komm her! Hey, ist hinter uns einer? Nein. Wow, Creeper! Na, bist du angecreept. So, Monsterjäger, Errungenschaft erreicht. Hier ist ein Zombie. Die sind die harmlosesten Gegner in dem Spiel. Die rennen nämlich nur auf einen zu. Und machen nichts dergleichen. Rennen einfach nur auf einen zu. Und mehr nicht. So, jetzt sammeln wir ein paar Experience. Wir haben jetzt Level 1. Damit können mit der Experience können wir unsere Waffen später verzaubern. Und ich habe da vorhin noch einen Creeper irgendwo gesehen. Irgendwo muss hier noch ein Creeper sein. Oder versteckt er sich irgendwo? Na komm her, Creeper. Also, da hinten war er bestimmt irgendwo. Kann auch sein, dass er sich jetzt irgendwo in einer Lücke versteckt. Und nur darauf wartet, dass wir vorbeigehen und er uns dann aus dem Hinterhalt angreift. Na, Creeper! Komm her, Creeper! Ich weiß, dass du da bist. Ich habe deine Mutter vergewaltigt. Jetzt komm her! Ich leg mich mal mit dem Zombie an, kann ihn nicht schaden. Außer, dass wir ein paar Leben verlieren, aber egal. So, komm her! Komm her, oh, ein Skelett. Oh, oh, das sind viele Gegner. Das sind viele Gegner, das sollten wir uns fernhalten. Wir sind hier jetzt, oh, oh, die Skelette, die sind am schwierigsten zu töten, weil sie einen immer zurückstoßen lassen. So, ich lege mich mal mit dem Zombie hier an. Oh, zwei Creeper, also wir sind jetzt umzingelt von Monstern, kann man sagen. Und hier sind die Endermans, wir sollten sie... Und eine Spinne, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, weg, 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 weg. Oh, oh, oh. Monster, Monster sind hinter uns her. Also die Endermans sollten wir nicht anschauen, weil die dann uns angreifen, ansonsten tun sie einem nichts, also, ja. Yeah. Und die haben auch sehr viele Leben, die Endermen. Also mit denen sollte man sich auch nicht anlegen. Wow, da ist ein Skelett. Wow. Geh weg, Creeper. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich habe nichts. Ich will nichts. Ich will nichts. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Okay, die Endermans, die bauen auch Blöcke ab. Und die können damit auch sehr große Gebäude damit. Oh nein, noch ein Creeper. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Gleich macht's zischen, boom. Ich werd's jetzt schon. Ah, sie greifen sie jetzt gegenseitig an. Also Monster können sich auch gegenseitig angreifen. Ohohoho. Wir sind von Monstern umzingelt. Wir sollten uns jetzt retten irgendwie. So ungefähr. Die ganzen Mäuse sind uns sehr krass. Legen wir uns mal mit diesem Skelett hier an. Wir werden zwar den kürzeren ziehen, aber egal. Wir können hier auch blocken. Und uns vor dem feindlichen... Ohohoho. Wow. Was? Wo? Wa? Wo? Spinne! Spinne! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Skelett! Geh weg! Gleich sterbt man! Gleich sterbt man! Lass mich in Ruhe, Skelett! So, was haben wir da? Strings sind es, glaube ich. Mit Strings können wir uns angeln craften. Und damit auch Fische herholen. Und dann können wir sie auch essen, kochen und essen, ja. Wow, lass mich los, Skelett! Oh, oh, oh! Wo ist denn... Ihr müsst noch ein Skelett... Oh, ich bin gestorben. Okay, das kann passieren anfangs. Anfangs kann man, stirbt man wahrscheinlich eh immer, also ja, jetzt müssen wir noch mal unseren Punkt finden, wo wir... Wir waren im Sumpfbiom, habe ich gesehen, also es gibt immer so verschiedene Landschaften, die nennt man Biome. Und das ist jetzt hier zum Beispiel ein Tundra-Biom, wo wir gerade sind. Dann gibt es hier noch Dschungelbiome, Waldbiome, dann gibt es hier noch Pilzbiome, gibt es, aber die sind sehr selten. Ich bin selber noch keinem begegnet. Wüstenbiome gibt es auch. Wow! Wasser, also Meeresbiome, Gebirgsbiome, alles mögliche gibt es hier. Ich glaube, wir sind hier auf dem richtigen Weg. So, ich renne jetzt hier mal frontal durch. Hier muss irgendwo unser Haus sein. Wow, da versteckt sich ein... Wow, da versteckt sich... Hat sich gerade ein Skelett hinter einer Kuh versteckt. Habt ihr das gesehen? Wow, oh, Creeper! Den habe ich gar nicht gesehen. Ah! Ja, ihr habt gesehen, wie stark so ein Creeper ist. Er kann einem im Nu... Im One-Hitten, okay, die erste Nacht war eine Katastrophe, kann man sagen. Aber es ist normal für das Spiel. Oh, lass mich in Ruhe! Oh, da kommt noch einer! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich will nicht mit. Ich will euch nicht. Ich will euch nicht schlagen. Hey, Kuh, geh weg! Das sind Monster, die wollen dich töten und mich. Oh, Spinne! Frontal auf mich drauf! Nein! Geh weg! Oh, komm her! Ich schlage euch alle tot! Ich boxe euch tot! Ich bin Wladimir Klitschko! Komm her! Komm her!
Na los! Das kommt davon, wenn man sich mit mir anlegt. Na kommt's! Ja, kommt's, kommt's, kommt's! Ich mache euch fertig, ihr alten Säcke, ihr! Kommt's her, kommt's her! Also, ohne Waffe macht man wirklich wenig Schaden. Das wurde... die Nacht ist gleich vorbei, zum Glück. wenn Nacht ist, dann sterben die ganzen Zombies und Skelette, die Spinnen allerdings und Creeper und... die Skelette und Creeper und Endermans verbrennen. Und die Spinnen und Creeper bleiben. Die Creeper bleiben aggressiv, die Spinnen werden freundlich, außer wenn sie in dunklen Bereichen sind, dann werden sie wieder aggressiv. Und ja, es gibt auch Slimies, die finden wir allerdings hier in dieser Ebene nicht. Die findet man nur ganz tief unten in Höhlen, kann man sagen. In Höhlen, in versteckten Chunks, kann man sagen. So, jetzt müssen wir... Jetzt sterben, glaube ich, bald alle Monster. Ich habe nur noch ein bisschen Angst vor den Creeper. Die Monster haben auch seit Version 1.2 eine verbesserte KI. Und hier ist ein Schäfchen. Schäfchen! Mit Schäfchen kann man Wolle gewinnen. Und mit Wolle kann man sich ein Bett craften. Und mit dem Bett kann man die Nacht überspringen. Das ist ziemlich gut anfangs. Denn in der Nacht spawnen dann meistens immer die Viecher, also die Monster. Und das ist ein guter Weg, es zu vermeiden, dass da Monster spawnen. So, jetzt müssen wir noch den Weg zu unserem Häuschen finden. So, die Monster verbrennen jetzt. Aha, du stirbst, du stirbst. Hallo, brenne. Wenn sie im Wasser sind, dann verbrennen die Zombies und Skelette leider nicht. Na, kommt her, komm her, komm her, komm her. Hehe, ich bin stärker als du. Ja, jetzt haben wir vergammeltes Fleisch bekommen. Das kann man fressen, wenn man gut drauf ist. Allerdings, allerdings besteht die Gefahr, dass man sich vergiftet. Oder dass man noch mehr Hunger kriegt. So, wo sind wir denn jetzt? Hier ist eine Kuh. Hier ist so ein Wüsten-Sand-Dingsbums. Ein Strand. Also hier waren wir noch nicht. Jetzt suche ich mal auf den Weg zu unserem Zuhause. Dann suche ich mal... Weiß, warum ich renne jetzt auch mal. Wir haben ja jetzt Fleisch, obwohl es Gammelfleisch ist. Aber was soll's? So, immer fressen, fressen, fressen. Oh, jetzt haben wir Hunger. Das ist so ein negativer Effekt. Das erkennt man, wenn so Bläschen sind. Um den Charakter herum. Ich kann ja mal schnell F5 drücken. Wenn so Bläschen herum sind, dann ist es so ein negativer Effekt. Es gibt auch positive Effekte, die kriegt man durch Tränke. Die kann man sich mit einem... Enchantment, mit einem Braustand herstellen. Und hier habe ich irgendwo eine Spinne gehört. Die kann man sich mit einem Braustand craften. Und das sind dann positive oder negative Effekte. Eine negative für den Gegner, da hinten ist das Sumpfbiom. Unserer Zuhause, in Anführungsstrichen. So. Das müssen wir irgendwie heimfinden. Und dann werde ich mir ein Bett craften. Und dann können wir die Nacht immer überspringen. Allerdings müssen wir aufpassen, denn wenn man das Bett falsch platziert, dann kann es vorkommen, dass dann plötzlich während des Schlafes ein Monster bei einem spawnt und es dann einem attackiert. Da erschreckt man sich auch manchmal. Also Minecraft ist schon ein bisschen Horrormäßiges eingebaut. Und ich werde dann auch irgendwann versuchen, ein paar Mods zu installieren, die zum Beispiel beim Gronkh zum Beispiel, der hatte so einen Schattenmod, finde ich echt gut, den werde ich auch mal irgendwann einbauen. Vielleicht sogar schon im nächsten Part, mal schauen. Und dann gibt es da noch so, ja, so einen Mod, da kann man sich alle Blöcke so hercheaten. Den werde ich allerdings nicht in diesem Display verwenden. Außer, wenn ihr natürlich wollt, dass ich cheate und so. Okay, jetzt bauen wir erst einmal unser Zuhause fertig. Ist da irgendein Monster drin? Weil die Monster, die spawnen meistens auf dunklen Gebieten. Ich hoffe, es ist nicht allzu dunkel hier drin. Na ja, gut, haben wir Glück gehabt. So, gut, dass ich hier eine Truhe gebaut habe, sonst hätten wir jetzt alle unsere Rohstoffe verloren. Hier müsste irgendwo noch ein Schwert von uns rumliegen, das wir da damals im Kampf gegen die Skelette verloren haben. So, jetzt baue ich erst einmal die Kanten, also die Wände fertig. Und dann werde ich eine Tür einbauen. Aber zuerst baue ich es fertig. So, ich glaube, die Tür bauen wir mal hier hin. Wir müssen dann bloß nachts auf Spinnen aufpassen, weil Spinnen können auf Wände hinaufklettern.
Und dadurch können sie uns von hinten überraschen. Und das ist auch nicht so besonders schön. So, wo ist unser Crafting Table? Der steht dort oben. Mit dem Crafting Table kann man sich so drei Spawn-Dinger, Crafting-Felder holen. Normal hat man nur zwei, normal hat man nur vier Crafting-Felder. Mit dem Crafting Table hat man allerdings 9. Und kann sich dadurch mehr Sachen herholen. So, jetzt habe ich mir eine Tür gecraftet. Die können wir hier platzieren. Und jetzt können wir reingehen und sich wieder schließen. Schützt auch vor Monster. So, jetzt mache ich mir eine Plattform, um sie automatisch öffnen zu können. So, jetzt muss einfach nur drauf gehen und jetzt geht die Tür von alleine auf. Okay, jetzt müssen wir unser Haus fertig bauen. Wie machen wir das jetzt? Ich hole mir jetzt mal eine Axt. Wir haben hier bestimmt eine Axt abgelegt. Und dann werde ich diesen Baum hier abholzen. Na, auf Nahrungssuche müssen wir auch langsam mal gehen. Also anfangs ist es Minecraft immer das Schwierigste, weil man sich erst einmal sich eine Grundlage bauen muss. Also der erste Part ist meistens immer das Schwierige in Minecraft. So, jetzt hole ich mir erst einmal ein bisschen Holz. Hey, hier schwimmt doch was. Achso, das ist nur das Holz, okay. Also nach nachts muss man auf alles aufpassen und tags muss man auf Creeper aufpassen, weil die können dann überall auf einen lauern, weil sie nicht despawnen. Oder despawnen tun sie eigentlich doch, aber sie verbrennen halt nicht, wie die Skelette und Zombies. So, deswegen sollte man immer auf Monster aufpassen. Besonders nachdem eine Nacht vorbei war und sehr viele Monster irgendwo gespawnt sind. So, ein bisschen Holz noch und dann können wir langsam unser Haus fertig bauen. Und dann werde ich auch langsam den Part beenden. Also das war jetzt der erste Part. Ich werde immer einen halben Stunden Part machen. Im Durchschnitt. Wie gesagt. Und ja, jetzt sammle ich noch ein paar Pilze. Hoffentlich finden wir ein paar Fliegenpilze. Dann können wir uns draußen eine Pilzsuppe craften. So, die Pilze sind wichtig. Die nehme ich mal mit. Damit kann man auch eine Zeit lang gut überleben mit Pilzen. Allerdings braucht man dafür zwei verschiedene Pilzarten. Nämlich Fliegenpilze und solche Braunpilze, die wir jetzt gerade sammeln. Und daraus kann man sich eine Pilzsuppe craften, die ist sehr wirkvoll gegen den Hunger. Anfangs ist sie auch ziemlich vom Vorteil. Allerdings müssen wir zuerst die ganzen Pilze finden. So. Ich glaube, jetzt sollte ich mir langsam mal ein Bett craften. Allerdings müssen wir noch ein Schaf töten. Später kann man uns auch eine Schere craften, dann müssen wir die Schafe nicht umbringen. Das wäre das tierfreundlichste. So, ich mache mir erstmal ein neues Schwert aus Holz. Also es gibt verschiedene Schwerter hier. Hier ist zum Beispiel ein Holzschwert. Dann gibt es noch Steinschwerter, Eisenschwerter, Goldschwerter und Diamantenschwerter. Das Diamantenschwert ist am besten, aber das effektivste ist das Goldschwert. Das Goldschwert allerdings ist sehr schnell verbraucht. Im Gegensatz zum Diamantschwert, das hält ewig. So, jetzt, wo laufe ich denn jetzt eigentlich hin? Kann mir das irgendjemand sagen? Naja, ich brauche jetzt Holz. Holz. Ach ja, ich wollte Pilze sammeln, genau. Wir brauchen jetzt Fliegenpilze. Aber ich nehme auch zuerst den Baum hier mit, der ist wichtig. So, und wenn wir ein Bett haben, dann haben wir auch einen Spawnpunkt. Und wenn wir das nächste Mal sterben sollten, dann spawnen wir immer an dem Bett. Im Nether gibt es kein Bett, weil platziert man im Nether, also in der Hölle, ein Bett, dann explodiert das Bett und das Bett ist verschwunden und man verliert sehr viel Leben. So, die Kuh schlachte ich mal, die gibt's Fleisch, ein paar Steaks, ein paar English Steaks, komm her, Cowboy. So, jetzt nehmen wir mal die ganzen Pilze hier nochmal mit. Mir fällt gerade auf, es sind hier nur braune Pilze, kann das sein? Hier sind noch ein paar Kühe, die schlachte ich natürlich auch gleich. Man kann auch rohes Fleisch essen, das schmeckt allerdings nicht so besonders. Ah, ein braunes Schaf. Oder ein schwarzes Schaf. Und wenn man ein rohes Deck ist, dann kann man sich auch so negative Effekte herholen. Ich esse es mal eins, um euch das zu demonstrieren. Hey, schau mal, Kuh, ich esse deinen Artgenossen. Ja, schmeckt lecker. So, als würde man das braten, dann würde man mehr Hungersachen auffüllen. So, und wo ist jetzt ein Fliegenpilz? Ich will einen Fliegenpilz! Fliegenpilz, ich will wegfliegen. I want to Fliegenpilz away.
Na egal, irgendwann werden wir ihn finden. So, man kann sich auch welche farmen, indem man sie auf dunklem Gebiet platziert, dann vermehren sie sich mit der Zeit. Können wir ja vielleicht sogar einmal machen, aber dann besteht auch diese Gefahr, dass da Monster spawnen. Und dann die Pilze dann unerreichbar für uns sind. So. Ich glaube, holzmäßig haben wir jetzt sehr gut. Hier ist irgendwo eine Spinne. Habt ihr das gehört? Spinne! Ah, ich hab's gehört. Spinne! Komm her! Also ich will jetzt das Haus fertig bauen. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Jetzt. Nein, warum schmeiß ich's weg? Das ist wichtig, das Holz. So. 64 Holz haben wir jetzt gesammelt. Das ist gut. Hallo, ist da irgendein Monster? Nein. Ach ja, ich wollte mir einen Ofen craften. Aber wir brauchen noch. Ja, ich muss noch einen Baum wegholzen. Also einen Stack brauche ich. Also ja. So, jetzt ist der Baum gewachsen, den wir vorhin gepflanzt haben. So. Ja, zwei Stämme reichen. Wir können ja noch mehr sammeln, wenn wir die Zeit haben. Aber zuerst. Jetzt bauen wir erstmal das Haus fertig. Oder sag mal, wir bauen es im nächsten Part fertig. So, dann bis zum nächsten Part bei Let's Play Minecraft. Bis dann, Servus.